müssen. Wieso? Ein gewissenhafter Arzt muss mit dem Kranken sterben, wenn sie nicht zusammen gesund werden können. Der Kapitän eines Schiffes geht mit dem Schiff in den Wellen unter. Er überlebt es nicht. Man kann einen Kranken doch nicht mit einem Schiff vergleichen. Wieso nicht? Ein Schiff hat auch seine Krankheiten. Überhaupt ist ein Arzt so gesund wie ein Kriegsschiff. Darum hätte er mit dem Kranken umkommen müssen. Wie der Doktor und sein Schiff. Daran habe ich nicht gedacht. Das stimmt vielleicht. Und welchen Schluss ziehst du daraus? Alle Ärzte sind Scharlatane. Und die Kranken auch. Die Marine ist ehrlich in England. Aber nicht die Matrosen. Natürlich nicht. Hier ist etwas, das ich nicht verstehe. Warum gibt man in der Rubrik der Familiennachrichten nur das Alter der Toten an und nie das Alter der Neugeborenen?